Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Verbrecher aus der Wüste Box von Kurdo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kurdo, Verbrecher aus der Wüste, ist das Folgealbum von Almas. Das war sein letztes Release, ebenfalls in Boxform erschienen. Unboxing dazu natürlich auch auf diesem Kanal zu finden. Und jetzt ist es Zeit für Verbrecher aus der Wüste. Also, wir haben hier eine Panoramaaufnahme. Sieht sehr nach Wüste aus. Also, so Hügellandschaft. Und das Design zieht sich hier wirklich komplett über die Seiten drüber. Hier noch diesen weißen Rahmen. Das Almas-Logo, Kurdo, Verbrecher aus der Wüste. Und hier wird es dann weiß, also hier ist dann wahrscheinlich so Sonne, Himmel. Und auf der Rückseite haben wir nochmal diese Wüstenlandschaft, Kurdo, Verbrecher aus der Wüste, die Credits und einen Barcode. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal, was wir darin finden. Also, wir haben zuerst einmal ein T-Shirt. Dann haben wir die Bonus-CD, das Album Verbrecher aus der Wüste, hoppa, einen Sticker mit den Tourdaten, eine Geldklammer und ein Poster. So sieht die Box von innen aus, ist so eine klassische Clubbox. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Kurdo, Verbrecher aus der Wüste, Almas Music präsentiert. Und wir sehen hier Kurdo auf diesem Hügel stehen. In diesem Fall mit Waffe, also mit einer AK-47. Hier sehr schön gemacht, Verbrecher aus der Wüste, über die beiden Hälften drüber. Und dann haben wir hier das Album. Und hier die Instrumentals und hier dann noch in diesem kleinen Fächlein, in dieser Tasche, das Booklet. Wir haben hier auch noch einen Einleger zu dem Almas Shop. Also wir haben hier Merchandise und dann kommen wir zum Booklet. So sieht das Ganze aus. Also, weiß ich nicht, wer der gute Mann ist, aber wir haben hier einen Herrn mit Zigarette und hier die ersten Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer die Beats produziert hat. Sehr schön. Und das sind einfach Aufnahmen aus Kurdos Heimat. Das dürfte dann wohl im Iran sein, also im Iran aufgenommen worden. Hier haben wir Soldaten. Kids, die anscheinend gerade Fußball spielen. Eine weitere Aufnahme. Ein netter Wagen in dieser Gegend. Und hier nochmal die Kids vom Fußballplatz. Eine sehr kurze Danksagung. Danke Gott, Mama und Papa. Alles klar. Hier noch Infos und abschließend noch Credits. Gut, das war das Booklet. Dann kommen wir zum Album an sich. So sieht die CD aus. Verbrecher aus der Wüste, das bekannte Bild. Das ist immer so eine Sache. Die CD, klassisch in Silber. Und dann haben wir noch auf der zweiten Seite die Instrumentals. Exakt wie die Album-CD, nur eben mit dem Zusatz Instrumentals hier aufgedruckt. So, das Booklet passt. Also, das Album im Digipack und dann haben wir hier die Tracklist.
Wir haben 14 Tracks, inklusive drei Bonus-Tracks, also wir haben 17 Tracks und die Instrumentals. Meine Favoriten des Albums sind, muss ich schauen, ob ich sie finde, einmal Star und ich glaube Outro war es. Also, ja, oh ja, klar, das Outro. Ich habe jetzt überlegt, ob es noch einen anderen Track gab, aber Star und Outro, also Track 12 und Track 14, meine Favoriten. Gut, dann haben wir einen Sticker. Dieser Sticker, ja, beinhaltet die Tourdaten der Verbrecher aus der Wüste Tour 2016. So sieht das Ganze aus. Sticker im Hochformat und oben eben das bekannte Cover. Dann haben wir eine Bonus-CD. VADW, also Verbrecher aus der Wüste dürfte es wohl heißen, Bonus-CD. Und auch hier wieder haben wir eine AK liegen, in dem Fall vergoldet. Und hier haben wir Bonus-Tracks und... Okay, also wir haben drei Bonus-Tracks, da auch drei Remix-Versionen, dreimal die Instrumentals. Und dann haben wir von Halbmond und Scheherazade jeweils noch einen Remix und den ebenfalls als Instrumental vorhanden. Also, das heißt, wir haben 5 Tracks und 5 Instrumentals. So sieht das Ganze aus. Das ist die CD. Und das Ganze, wie so oft, in einer Papphülle. Dann haben wir eine Geldklammer, diese in Silber und wir sehen hier das Logo von Almas in Schwarz. Das ist auch eingeprägt und eingefärbt. Rückseite ist blank Silber. Also hier könnt ihr natürlich dann Geld hineingeben, Geldscheine darin einfassen. Fällt mir gut. Dann haben wir das Poster. Schauen wir uns gleich mal an, wie das aussieht. Also, wir haben hier Kurdo, relativ unscharf, und er zeichnet hier oder ritzt mit einem Messer in die Wand VADW, Verbrecher aus der Wüste. Sieht ein bisschen so aus, als würde er gerade in Haft sitzen, irgendwo in Gefangenschaft sein. Ja, ist natürlich ein sehr spezielles Poster. Ich muss ehrlich sagen, ist es nicht so mein Fall, weil einfach das Motiv nicht, meiner Meinung nach, nicht gut ist. Aber ja, Poster im Querformat. Einseitig bedruckt. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir noch ein T-Shirt in der Farbe Schwarz mit weißem Aufdruck. Also wir sehen hier ein weibliches Gesicht, das wohl verhüllt ist. Und hier haben wir dann eine Almas Kette auf der Stirn. Ansonsten, ich wollte gerade sagen, kein Backprint, aber wir haben hier hinten einen Neckprint. Kurdo, Verbrecher aus der Wüste, lesen wir hier, inklusive Almas Logo. Gefällt mir gut, also ich bin generell Fan von Neck- oder Backprints. Und dann haben wir Gildan Softstyle Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Okay. Schauen wir uns noch einmal kurz im Detail an, damit ihr hier einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier im Brust bis runter zum Bauchbereich dieses Gesicht, dieses vermummte, dieses verhüllte Gesicht mit dieser Kette um den Hals und den Augen. Weiß auf schwarz, klassisches Design, ist jetzt um ehrlich zu sein kein Motiv, das ich unbedingt tragen würde. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster einseitig bedruckt im Querformat, die Bonus-CD
mit 5 Tracks inklusive 5 Instrumentals. Die Almas Geldklammer. Dieser Sticker im Hochformat. Das Album im Digipack inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, Verbrecher aus der Wüste von Kurdo. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album und der Box haltet. Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kurdo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.